Die Wirtschaft wacht so langsam wieder auf. Der Aufschwung kann beginnen. Nach der Corona-Schockstarre kehrt Leben in die Unternehmen zurück. Der Einzelhandel versucht, die Verluste wieder gut zu machen. In der Industrie, da wird es noch ein Weilchen dauern. Während die Märkte eher seitwärts laufen, gab es in dieser Woche eine massive Panne bei der Frankfurter Börse. Auf das Thema schauen wir gleich. Außerdem auf den teuersten, wertvollsten Autobauer der Welt. Das sind unsere Themen heute bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die deutsche Automobilindustrie wird ja gerne als Schlüsselindustrie bezeichnet. Die Wahrheit ist, dass andere uns davonfahren. Elektroautobauer Tesla ist jetzt der wertvollste Autobauer der Welt mit einer Marktkapitalisierung von gut 207 Milliarden US-Dollar. BMW, Daimler und Volkswagen kommen zusammen nur auf gut 163 Milliarden Dollar. Und was war diese Woche an der Börse los? Das elektronische Handelssystem Xetra funktionierte erneut stundenlang nicht. Das war gerade erst im April passiert. Und die deutsche Börse gelobte Besserung. Wie kann sowas passieren? Ja, laut deutscher Börse hat man jetzt den Fehler gefunden. Der Fehler war wohl im April und auch jetzt der gleiche. Er lag wohl in einer zugekauften, fehlerbehafteten Software, um die deutsche Börse zu zitieren. Die Auswirkungen waren natürlich gravierend, weil es war ja nicht nur der Xetra-Handel in Frankfurt betroffen, sondern auch der Eurex-Handel und 7 weitere Börsen in Europa, darunter Wien, Budapest und Zagreb und Prag, um die nur einige zu nennen. Der DAX befindet sich momentan mehr oder weniger in stabiler Seitenlage, wieder deutlicher über der 12.000-Punkte-Marke. Jetzt kommen aber die eher schwächeren Sommermonate. Wie sollten Anleger jetzt reagieren? Sie müssen sich zumindest auf eine sehr starke Volatilität noch gefasst machen. Das haben wir ja die ganze Zeit schon gesehen. Und ich glaube, dass dieser Trend wird sich fortsetzen. Wir haben allerdings auch schon sehr viel positive Nachrichten in den Märkten drin. Die Konjunkturdaten der letzten Wochen waren eigentlich sehr positiv. Und von daher könnte es sein, dass wenn die Corona-Entwicklung sich weiter fortsetzt wie in den USA, dass es eher zu einer negativen Überraschung kommen könnte. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Trading-Wissen verbessern wollt, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Börsen-Webinare der Trading House Börsenakademie. Das nächste ist wieder am 14. August. Börse für Einsteiger und Investmentstrategien für verschiedene Anlegertypen mit Wolf Dreistein. Meldet euch am besten jetzt an unter trading-haus.de. Und jetzt die Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Wir schauen zuerst auf Microsoft. Die Aktien des US-Softwareherstellers Microsoft präsentieren sich in den letzten Monaten seit dem Crash aus Mitte März wieder wie am Schnürchen gezogen und sind unlängst über ihre Höchststände aus Februar des Jahres von $190,18 hinausgeschossen. Derzeit kämpft das Papier um die Zurückeroberung der 200-US-Dollar-Marke. Der Kursanstieg aus dem kurzzeitigen Abwärtstrend der letzten Tage könnte die Konsolidierung jetzt beenden und Kurspotenzial bis $203,86 freisetzen. Darüber würde rechnerisch schließlich das 138,2%ige FIBO bei $212,23 in den engeren Fokus rücken und macht weiterhin ein Long-Investment durchaus attraktiv. Doch das hohe Niveau mahnt zugleich zur Vorsicht, eine konsequente Stop-Anpassung und engmaschige Beobachtung sollte nicht ausbleiben. Das Währungspaar Euro zum britischen Pfund hielt im Bereich von 0,90 Pfund und einem dortigen Widerstand innerhalb seines Aufwärtstrends zunächst inne, konnte nach einigen Wochen einer volatilen Schiebephase darunter jedoch Ende letzter Woche erfolgreich über diese Hürde ausbrechen. Die Marktanalysten der Trading House Börsenakademie sehen weiteres Aufwärtspotenzial. Vielleicht sogar noch in Richtung der Verlaufshochs aus dem ersten Quartal 2020 bei 0,9499 Pfund. Bestehende sowie frische Long-Positionen können knapp unterhalb der Kursmarke von 0,900 Pfund abgesichert werden. Ein Rückfall auf Wochenschlussbasis unter diesem Niveau würde allerdings Abschläge in den Bereich forcieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday!
Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.